Hallo, mein Name ist Ben Czernik, ich bin Sozialarbeiter und Direktor der Namibischen Allianz für Ernährungssicherheit. Seit letztem Jahr ist uns Corona präsent als eine Art Weckruf, der uns vieles bewusster macht. Vor allen Dingen unsere Gesundheit und was wir tun können, um unser Immunsystem zu stärken. Es zeigt uns auch unsere Verletzlichkeit, die Verletzlichkeit unseres Körpers und die Verletzlichkeit derer, denen es finanziell nicht so gut geht, die sich kein Gesundheitssystem, keine Krankenversicherung und kein soziales Unterstützungssystem leisten können. Vor allen Dingen lehrt es uns, uns umeinander zu kümmern. Um unsere Familie, Freunde, Kolleginnen, Nachbarn und auch um Fremde, die sich in Isolation befinden oder durch die Krankheit durchgehen. Und es lehrt uns auch, in unserer Trauer beisammen zu sein und uns zu unterstützen. Und eine wichtige Art, füreinander da zu sein, ist es, gemeinsam eine Herdenimmunität aufzubauen. Nicht nur dadurch, die Krankheit zu überstehen, sondern auch durch Impfen. Mir ist es bewusst, wie viele unterschiedliche Meinungen es genau zu diesem Thema gibt. Von daher ist meine Bitte, sich durch verlässliche Quellen über vorhandene Impfstoffe zu informieren und entsprechend zu entscheiden. Was ich persönlich erlebe, ist, dass Impfen nicht nur schwere Symptome verhindert, sondern auch uns als Nation hilft, diese Herdenimmunität aufzubauen und auch das Mutieren des Virus verlangsamt. Von daher danke, dass ihr auf euch und andere Acht gebt. Remember, love protects, #doyourpart.